Ich habe mich vertan. Ich habe vor kurzem ein im Endeffekt sehr erfolgreiches Video hochgeladen, in dem ich behaupte, dass Cross-Country-Mountainbikes die besseren Gravel-Bikes seien. Vollmundig habe ich davon gesprochen, wie viel besser diese Bikes im Gelände seien und dass man auf der Straße auch kaum einen Nachteil hätte. Und dass die Gravel-Strecken, die ich im Allgemeinen so fahre, sowieso eher für Mountainbikes geeignet seien. War falsch. Im zweiten Video ging es dann darum, dass das Rad ja eher low budget sein sollte. Ist mir wenigstens das gelungen. Einige Kilometer habe ich jetzt damit schon hinter mich gebracht und ich bin insgesamt doch sehr zufrieden. Die Sitzposition ist angenehm, das hat genau die richtige Größe für mich. Ich habe ja neue tubeless-fähige, schmalere Reifen mit etwas weniger Profil aufgezogen, als vorher drauf war. Das hat sich auch als genau richtige Entscheidung herausgestellt. Dann habe ich hier diese Adapter für den Kids Ride Shotgun Sitz drauf gebaut, mit dem meine Tochter dann auch schon mal mitgefahren ist. Die Carbon Sattelstütze von Cannondale und der Ergon Sattel, die machen auch einen richtig guten Eindruck auf diesem Rad und auch die Ergon Griffe, die sind insgesamt nicht schlecht, aber ich glaube, da sollte ich doch noch mal irgendwie etwas anderes nehmen, weil auf Dauer wird die Hand dann doch ein bisschen taub irgendwie, so in den mittleren beiden Fingern. Weiß auch nicht, was das ist. Aber ansonsten gab es halt wirklich nicht viel zu machen. Der Rahmen sieht jetzt auch, wenn man so von der Ferne guckt, einigermaßen gut aus. Wenn man vom Namen guckt, dann sieht man halt schon die ganzen Lackstellen. Aber ich finde das insgesamt nicht schlimm, weil das ist halt ein Rad fürs Grobe. Aber habe ich denn jetzt insgesamt weniger als 750 Euro ausgegeben? Ja und nein. Das Problem liegt hier in dem gesamten Antrieb. Denn ich habe ja die Kette gewechselt. Und gleich bei der ersten Fahrt ist mir aufgefallen, dass die Kette in dem ein oder anderen Gang hier hinten springt. Und das ist natürlich nicht cool. Das hat mir gezeigt, die Kassette, die ist fertig. Und bei SRAM kann man nur die komplette Kassette tauschen, nicht einzelne Ritzel. Und deswegen ist so eine neue Kette auch irgendwie Perlen vor die Säue. Deswegen habe ich einfach stumpf die alte wieder draufgezogen. Und ansonsten aber hier unten die Röllchen und so und auch das Kettenblatt, das sieht insgesamt gut aus. Da werde ich aber wohl oder übel trotzdem einmal das komplette Ding tauschen müssen. Kette, Kassette und vorderes Ritzel macht... Kette habe ich ja schon, das ist das Gute. Kassette 125 Euro, Ritzel irgendwie nochmal 50, nochmal 175 Euro extra. Dankeschön. Aber jetzt kann ich das erstmal einfach so fahren. Also bin ich insgesamt schon unter 750 Euro, aber der Antrieb ist nicht das einzige Problem, sondern auch die vordere Bremse. Regelmäßige Zuschauer meines Kanals werden wissen, Bremsen finde ich insgesamt total toll. Ich hatte allerdings mit Shimano-Scheibenbremsen das ein oder andere Problem. So auch mit dieser hier. Also das Hauptproblem ist natürlich, dass hier eine Avid-Bremsscheibe jetzt mit einer Shimano-Bremse zusammenarbeitet. Aber die Diore, die hat gequietscht, als ich das Rad gekauft habe. Und die quietscht auch immer noch. Nach dem Wechsel der Bremsbeläge, nach dem Wechsel der Bremsscheibe. Und ich fürchte einfach, dass da irgendwo in diesem Bremssattel irgendwo Öl austritt und jedes Mal diese Bremsscheibe neu kontaminiert. Voll cool. Hinten allerdings ist alles in Ordnung. Aber dadurch, dass ich jetzt hinten und vorne jeweils 180 mm Scheiben verbaut habe und die hintere Bremse deutlich besser funktioniert als die vordere Bremse, quietscht es vorne und hinten überbremst es. Also da muss ich vorne auf jeden Fall nochmal in einen neuen Bremssattel investieren oder eine komplett neue Bremse, das weiß ich noch nicht ganz genau. Was ja immerhin etwas ist, was ich mittlerweile kann. Also ja, es ist irgendwo schon ein Budgetbike, das man allerdings hauptsächlich daran erkennen kann, dass es halt einige Probleme hat, die ich mit einem neuen Bike nicht gehabt hätte. Aber
warum lag ich denn jetzt falsch? Ich habe das Bike jetzt für verschiedene Fahrten verwendet und habe, glaube ich, eine ganz gute Idee, für was es geeignet ist und für was nicht. Und für was es nicht geeignet ist, ist mit einer Gruppe Gravelbiker unterwegs zu sein. Ja, man ist in matschigen Konditionen und irgendwie bergauf oder in technischen Sequenzen deutlich schneller und deutlich sicherer unterwegs, aber sobald es auf die Straße geht, ist es richtig, richtig anstrengend im Vergleich zu einem Gravelbike. Das liegt einfach daran, weil diese Laufräder und die Reifen natürlich deutlich schwerer sind und das ganze Fahrrad, die ganze Sitzposition auch nicht diese gleichen Vorteile hat wie ein Gravelbike. Man ist einfach nicht so sportlich, man ist nicht so aerodynamisch, das Ganze ist nicht so leicht und es ist einfach auch ein bisschen zu weich. Natürlich könnte ich den Luftdruck erhöhen, ich könnte die Gabel sperren und dann einfach auch die ganze Zeit Vollgas geben. Aber ich hatte wirklich das Gefühl bei der Gruppenausfahrt, dass ich mich viel, viel mehr anstrengen musste bei Sequenzen, wo es eben nicht so technisch war. Wo es einfach nur über einen Feldweg ging, wo es einfach über die Straße ging, da waren die anderen einfach viel mehr im Vorteil. Auch würde ich das nicht dafür verwenden, um so eine 100 Kilometer Tagestour zu machen, die vielleicht teilweise so ein bisschen über Schotter, teilweise so ein bisschen über Straße geht. Dafür ist das einfach nicht schnell genug. Eine Sache, die sich auch irgendwie nicht so richtig anfühlt, ist auch, dass man mit dem Bike die ganze Zeit das Gefühl hat, overbiked zu sein. Also es gibt ja so underbiked und overbiked. Underbiked ist, wenn du einen technischen Trail zum Beispiel mit einem Hollandrad runterfahren würdest. Und underbiked ist, wenn du einen einfachen Feldweg mit einem Enduro-Fully fahren würdest. Also underbiked macht einfach viel, viel mehr Spaß, weil du viel mehr gefordert wirst. Du musst dich richtig bewegen auf dem Fahrrad, du musst richtig arbeiten, um trotzdem schnell irgendwo durchzukommen. Und overbiked zu sein, ist einfach langweilig. Und das macht das Cross-Country-Mountainbike irgendwie für mich nicht so geeignet, als Gravelbike-Ersatz. Gravelbikes zeichnen sich einfach aus, weil sie überall schnell sind oder überall ausreichend schnell. Man kann auf der Straße richtig ballern, ist nur marginal langsamer als mit einem Rennrad. Auf der anderen Seite machen eben technische Schotter oder matschige Abschnitte mit einem Gravelbike umso mehr Spaß, weil es den Fahrer oder die Fahrerin viel, viel mehr fordert als ein Cross-Country-Mountainbike. Ich habe mich halt mit dem Mountainbike in der letzten Zeit hier in der Gegend immer so ein bisschen zu wohl gefühlt. Bis auf die ein oder andere Ausnahme. Und da kann so ein Cross-Country-Mountainbike richtig glänzen. Ganz genau, auf echten Trails, im Bikepark, auf echten Mountainbike-Strecken, wo es auch mal bergauf und bergab gibt, wo es technische Sequenzen gibt, wo man vielleicht mit dem Rad auch nicht so einfach runterkommt. Und das macht dann richtig, richtig Bock. Doof ist nur, sowas gibt es hier nicht. Also nicht das Gravelbike ist in der Identitätskrise, sondern das Cross-Country-Mountainbike. Also für mich ist klar, das XC-Bike bleibt, denn es ist der Kindertransporter, ich kann damit den Anhänger ziehen und das möchte ich mit dem Gravelbike nicht mehr machen. Das waren schöne 2 Jahre, aber dieses Fahrrad ist halt nochmal eine Spur stabiler und das ist mir eine Spur egaler. Ein Cross-Country-Mountainbike mag nicht unbedingt ein Gravelbike ersetzen können, je nachdem, wo man eben fährt. Aber wenn ich in einer Gegend leben würde, in der es ein paar Bikeparks oder Berge oder ähnliches gibt, dann wäre das Preisverhältnis in der Flotte wahrscheinlich andersrum. Dann wäre das Cross-Country-Mountainbike eine ganze Ecke teurer als das Gravelbike. Das Verhältnis, das passt jetzt schon so. Aber reparieren muss ich das hier trotzdem.